Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quick Drive Wunschkonzert. Mein Kanal hat die 5000 Abonnenten erreicht und dann mache ich immer gerne ein Quick Drive Wunschkonzert. So hat sich der Name eingebürgert, habe ich irgendwann mal so genannt. Und zwar ist das folgendes: Es gibt ja im Train Simulator das Feature schnelles Spiel oder auch Quick Drive im Englischen. Und das heißt, man wählt einen Zug, eine Strecke und die Umgebung aus, also Uhrzeit, Wetter und Jahreszeit, und fährt dann einfach diese Strecke von einer Station bis zur anderen. Die kann man sich auch noch auswählen. Ja, es wird folgendermaßen ablaufen. Ich werde euch die Züge zeigen, die Strecken zeigen und die Umgebung ein bisschen erläutern sozusagen. Das ist da nicht viel. Und ihr könnt euch dann mittels eines Kommentars unter diesem Video, also ihr schreibt einen Kommentar unter diesem Video und schreibt da rein den Zug, die Strecke und was ihr da als Umgebungsvariablen haben wollt, also welche Uhrzeit, welches Wetter, welche Jahreszeit. Und der Vorschlag mit den meisten Stimmen, also man kann ja dann auch abstimmen hier mit dem Daumen hoch und so, oder der Vorschlag mit den meisten Stimmen oder der am meisten genannt wird, wird dann von mir persönlich, ja, ganz persönlich von mir, wird er dann ausgeführt, also gefahren. Dazu müssen wir jetzt erstmal die Züge kennenlernen. Wir werden mal hier die Dampfzüge als erstes nehmen, die ja sowieso niemals in einem Quick Drive vorkommen. Anscheinend, ja. Ja, das ist die Class A4, so eine Hochgeschwindigkeitsdampflok. Ja, es sind auf jeden Fall ein paar hinzugekommen. Vielleicht war ich jetzt etwas schnell. So. Ihr könnt ja das Video anhalten mit der Leertaste oder auch mit diesem Pausensymbol da auf die Play-Taste drücken und dann in Ruhe schauen, was ihr euch da auswählen wollt. Wir kommen mal vom Dampf zu den Diesellokomotiven. Hier oben das. Ja, diesen Repaint habe ich nicht, aber ist ja egal, die kommt da auf jeden Fall unten. Ja, ich habe nur diese Alco RSL von Virtual Railroads in dem roten Design. Aber das ist ja nicht so schlimm, ist die gleiche Lok, die auch hier oben immer viel Rauch rauspustet. Ja, gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Class 150 sind wir schon gefahren, Class 170 bin ich glaube ich noch nicht gefahren. Und diese Super Voyager bin ich, glaube ich, auch noch nicht gefahren. Oder doch? Ja, ich weiß es nicht genau. Ihr könnt es euch auf jeden Fall aussuchen. Rail Tours ist auch neu. Class 57. Class 70 ist neu. Die BR 232 ist ja auch neu hinzugekommen. Seit dem letzten Quick Drive hat sich da ja einiges getan. Wäre auch mal schön, hier so eine amerikanische Diesel-Lok von der Pennsylvania Bumsline hier zu fahren. Oder sowas hier. Ja. Ja, Jet Train habe ich auf RailSim gelesen, dass es den gibt. Natürlich direkt mal installiert. Ist eine Freeware-Variante. Könnt ihr mal bei Google suchen von Chris Trains. Ich habe den gestern so auf 1200 Kilometer pro Stunde gekriegt. Da ist aber auch irgendwann einfach weggeflogen, also entgleist. Ja, das ist eine neue Diesel-Lok von Chris Trains. Bin ich auch noch nicht gefahren. Jo. Ich glaube, die hier habe ich gar nicht richtig installiert. Müssen wir mal gucken. Ich meine, das wäre nämlich eine russische. Oder ist die vom Schweizer Add-on? Ich weiß es nicht genau. Ah ja, genau. Hier ist die Alco RS11. Ja, das hier unten sind Güterwaggons. Die kommen auch in den anderen, also auch in den elektrischen Lokomotiven vor. Da gibt es halt Quick Drive für, ja. So, das waren die Dieselfahrzeuge. Die elektrischen Folgen dem auf den Fuße. Hier oben die amerikanische Fraktion. Gibt es nicht ganz so viele von. Neuzugang hier. Besonders zu erwähnen die chinesische SS6. Ja, habe ich heute installiert. Habe ich aber noch nicht ausprobiert, ob das wirklich geht. Sonst muss ich dafür ein kurzes Szenario bauen. Ist ja dann auch. Ja, 423 bin ich, glaube ich, auch noch nie gefahren. 465 auch. Kann ich mich nicht dran erinnern. Hier 1,8 Millionen Taurus Repaints. Oder auch ja, so Railjet-Sachen.
Ja, müsst ihr halt wissen. ICEs haben wir auch 3 Stück an der Zahl. Den ICE 2 habe ich auch mal nachgekauft. Ja. Jetzt Krokodil. Ja. Hier eine schöne amerikanische elektrische Lokomotive. Bin ich privat sogar noch nie gefahren. Also noch nie angefasst. Ja, die ist noch flammneu. Noch nie. 0 Kilometer hat die auf dem Tacho. Ja, TTB-Loks in verschiedenen Ausführungen. Ich glaube, diese hier sind wir auch letztes Mal gefahren. Also die Quick-Drive-Lokomotiven, die ich schon mal gefahren bin, werde ich jetzt nicht nochmal fahren, ja? Damit euch das klar ist. Also keine Dostos. Meinetwegen eine BR-111 mit anderen Wagen, aber keine Dostos mehr. Nicht mehr diese Lok und nicht mehr dieses Perma-Quip-Ding. Womit wir dann auf München-Augsburg kläglich stehen geblieben sind. Oder ich. Wer auf 120, auch in verschiedenen Ausführungen. Hier die BR-111 in S-Bahn-Design. Ja, das ist alles Virtual Railroad. So, hier unten sind noch die angesprochenen Güterwaggons. Ja, das wäre es eigentlich. Elektrisch, mehr gibt es nicht. Wir gehen mal zurück. Und die Strecken folgen. Albulba, eine Alpenstrecke. Was kann man da noch zu sagen? Hagen-Siegen ist das gleiche wie die Ruhr-Sieglein, also ist nur so ein bisschen advanced halt. Marias Pass noch nie gefahren. Ich glaube, die bin ich sogar, die hat auch noch 0 Kilometer sozusagen. Also die ist wirklich, ja, ich könnte die jetzt noch als Neustrecke verkaufen sozusagen, wenn es denn ginge. Totem auch noch nie gefahren. West of Scotland Lines, The Port Road, noch nie gefahren. Nicht einmal. Portland Terminal sind wir in der letzten Folge gefahren. Doch, den Rest bin ich, glaube ich, schon mal, ne? Haben wir alles schon mal durch. Ja, sucht euch auf jeden Fall was Schönes aus. Hier oben ist Berlin-Wittenberg. Jo. So. Kommen wir zu den Umgebungen, ist schnell erklärt, also die Tageszeit, meinetwegen auch morgens, mittags, abends, könnt ihr auch reinschreiben, wenn ihr das nicht so ganz genau machen wollt. Also die Zeit in 30 Minuten Schritten, ja, also es geht leider nicht, ne? Kann man nicht mehr differenzieren, also es kommt da meistens halt auf den Sonnenstand an. Morgens halt relativ flach, also morgen richtig früh morgens, 6 Uhr, 7 Uhr, das, ne, ja. Abends dann auch mit Sonnenuntergang und so weiter. Wetter haben wir einmal klar, bewölkt, bedeckt, Regen, stürmisch, bewölkt mit Schnee, Nebel und das war's auch. Danach kommt wieder klar. Jahreszeiten sollten auch nicht so schwer zu erklären sein. Da haben wir Frühling, Sommer, Herbst und Winter. So, jetzt wisst ihr alles. Und könnt euch eure Entscheidung treffen. Wie gesagt, schreibt bitte einen Kommentar unter dieses Video mit. Es sollte Folgendes beinhalten. Einen Zug, eine Strecke oder eher gesagt ein Triebfahrzeug, eine Strecke und die Umgebung. Ein bisschen bestimmt. Wenn keine Umgebung dabei steht und das Ding gewinnt, werde ich die Umgebung selber wählen. Oder ich schreibe euch an, mal gucken, was ich da... Ja. Die Abstimmung läuft bis nächste Woche, Montag. Dürfte der 19. sein. 19.8. Ja. Und danach ist Ende. Ja. Da möchte ich keine Wünsche mehr sehen. Es kommt jetzt noch vor, dass manchmal unter den Wunschkonzerten noch Wünsche auftauchen. Das ist dann natürlich, ja. Gut. Ja. Das wäre es eigentlich. Ich verabschiede mich. Drops sagt Tschüss.